Jeden Morgen. Oh, da stehe ich auf und schaue erstmal aus dem Fenster raus. Ich überlege mir dann eine neue Idee für dieses Game. Das alles hier heißt Minecraft. Hier erschaffst du deine eigene Welt. Mit deinen Ideen und Fantasie erbaust du sie, wie es dir gefällt. Ich selbst spiele Minecraft schon jahrelang. Hab schon viel erbaut und erlebt. Meist spiele ich allein oder zu zweit. Aber mir fehlen so langsam die neuen Ideen. Ja, es ist wirklich so. Ich habe früher nur für mich gebaut. Na gut, vielleicht mit ein, zwei Leuten immer noch zusammen. Aber so an sich hat es mir nach langer Zeit nicht mehr gefallen, nur die Sachen für mich zu bauen. Und ich suchte nach einer neuen Idee. Ein Freund, der zeigte mir YouTube. Das kannte ich bislang nicht. Ich war fasziniert, wie die Leute ihre Ideen hochladen. Man wird inspiriert und das wollte ich selbst einmal ausprobieren. Und hatte daher eine Idee. Angefangen habe ich damals erst mit Twitch. Wollte sehen, ob es überhaupt was für mich ist. Und nach kurzer Zeit ist was Wundervolles geschehen. Du kamst dazu und gabst mir Ideen. Nach einigen Wochen waren wir schon 100 Mann. Und ich dachte, ich wechsle von Twitch zum Schneidprogramm. Ich heb die Qualität jedes Mal etwas an. Und dachte mir, Mensch, das gefällt mir so richtig langsam. Ich bin immer noch mit Herz dabei. Und hoffe, du findest daran Gefallen. Wir sind schon fast bei 2 Jahren. Und stehen hier schon mit 2000 Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich Danke sagen kann, dass du hier bist und mir Mut gibst. Du inspirierst mich seit Anfang an. Und das fasziniert mich schon, auch seit Anfang an. Ich weiß nicht, wie ich Danke sagen kann. Ich hoffe, wir machen das hier noch so lange, wie es geht. Ich bleibe mit Herz dabei. Wir bleiben natürlich auch bei Minecraft dabei. Und ich möchte nur eins hiermit sagen, und zwar ganz einfach nur Danke.